organisiert ein regionales Frühstück mit dem Interkulturell. Wir haben das Projekt bekommen, wir sollen ein interkulturelles Fest im Meckerer Nationenhaus auf der Römerquelle in Finden gestalten. Das Tollste und die größte Herausforderung wird höchstwahrscheinlich sein, das dann vorzubereiten für das Fest dann. An den Severin und an den Lorenz. Gut aus. Ich finde es toll, wenn junge Menschen sagen, wir geben ein Geschenk unserer Zeit für ein soziales Projekt, das vielleicht sonst nicht stattfindet. Das ist toll, das gibt Hoffnung auch für die Zukunft. Es geht weiter, über 72 Stunden hinaus. Wir bitten dich, segne unser Tun, segne uns, die wir uns auf den Weg machen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und so segne uns der treue und menschenfreundliche Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also, liebe Aktionsgruppen, seid ihr bereit für euer Projekt? 3, 2, 1, wir machen ein internationales Kochbuch. Ja, wir werden es wahrscheinlich im GZL-Haus bei uns machen und dann neue Rezepte erfinden und viel Spaß haben. Yeah! Oh, Kacke! Wir müssen los! Wir gehen zu Ellen und dann laufen wir runter. Hallo, hier sind aber viele. Wir kommen von der 72-Stunden-Aktion und machen ein Kochbuch und sammeln dafür Rezepte von allen Bodenheimern und wollten sie fragen, ob sie auch ein Rezept beisteuern möchten. Das kann ein Rezept sein, das sie sehr gerne mögen oder das ihnen viel bedeutet. Ja, gerne. Hier könnten sie das Rezept ausfüllen und entweder holen wir es dann ab oder sie bringen es zum Pfarrzentrum oder sie können auf die Internetseite von der KJB gehen und dann da das Formular ausfüllen und an diese E-Mail-Adresse schicken. Okay, perfekt, mach ich. Okay, danke. Tschüss. 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 24 Stunden. Wir haben uns das Projekt ausgesucht, weil wir unsere Ortsgemeinde Bodenheim wieder ein bisschen näher zusammenbringen möchten. Und wir haben eine sehr große Gruppe mit vielen, auch jüngeren Kindern und die können uns bei diesem Projekt sehr, sehr gut helfen. Und deswegen haben wir uns dieses große Projekt ausgesucht. Habt ihr denn Ideen für das Deckblatt vom Kochbuch für von Bodenheimern für Boden? Wir könnten vielleicht ein Gruppenbild von uns auf das Deckblatt machen. Und außenrum die Flaggen von den verschiedenen Ländern, aus denen wir Rezepte haben. Eine gute Idee. Boah, jetzt ist es auch schon wieder spät. Jetzt müssen wir alle wieder los, okay? Okay, es ist jetzt 6 Uhr. Ich würde sagen, Countdown läuft. Die letzten Sachen kriegen wir auch noch gepackt. Erste Frage, wo kommen die Bibeln hin? Die kommen in den Aktenkoffer. Okay, gut. Was gehört noch in die Kiste? In die Truhe gehört noch der... Die Kassette. In die Kassette muss der Korkenzieher reingelegt werden. Die Kassette wird verschlossen, den Schlüssel verschlossen. Und dann wird die Truhe zugemacht. Okay, ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal das Geschirr und stellen alles auf den Tisch. Der Andreas gehört hier zu unserer Gruppe und hat uns auf die Idee gebracht, so ein Escape Room, dass man den machen könnte. Und wir waren davon sehr begeistert, nachdem wir die Erlaubnis bekommen haben, das in der Kirche zu machen. Waren wir dafür Feuer und Flamme. Wir hoffen natürlich auch, Leute für unser Zeltlager begeistern zu können, weil wir da auch viele actionreiche Spiele machen. Und ich denke, das ist gar kein Widerspruch zur Kirche, weil die Kirche auch für Jugendliche sein sollte. Das wird immer so falsch wahrgenommen, aber ich denke, es ist sehr wichtig, wenn wir Jugendliche auch wieder in die Kirche ziehen. Es fehlt noch das Weinflaschenrätsel. Bei der leeren ist die 3. Bei der vollen die 1. Okay. Und bei der bisschen vollen die 8. Alles klar. Die Menükarte kommt dann später hier rein und mit der Menükarte kann man in der Hochzeitskarte dann diesen Code dechiffrieren. Das sieht dann so aus und dann kann man hier lesen, Lukas. Das ist dann die Bibelstelle, die sie suchen müssen. 7 Uhr. Ich würde sagen, die erste Probegruppe kann kommen. Oh, so spät. Der Bischof kommt ja gleich. Ich muss denen das mit der Jürde noch erklären.
Hast du gesehen, es ist schon ganz spät. Der Bischof kommt gleich. Wir müssen noch die Aufhängung für das Zelt fertig machen. Okay, dann machen wir das jetzt. Das ist eine Axtschick. Nee, so ist schon richtig. Wir hätten nicht dagegen, wenn sie ein bisschen helfen. Also im Prinzip wollen wir eine Stütze für ein Jurtezelt bauen. Bedeutet, das werden die Stützpfeiler und die werden dann mit Winkeln im Prinzip zusammen gemacht. Und daran sind wir gerade dabei und bekommen auch schon ein bisschen Hilfe vom Bischof. Ist aber irgendwie schief geworden. Also das ist ja ein Projekt hier auf diesem Gelände, wo ja sehr viel ehrenamtlich auch für Kinder und Jugendliche läuft. Und das ist jetzt eine Gruppe hier aus der Pfarrei von Messdienern, Firmlingen, Kommunionkindern, Firmenkatecheten. Und die hier tatsächlich dann auch an Erneuerungsarbeiten dran sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil es der ganzen Stadt auch dient. Wir laufen jetzt auf unserem Bobbycar. Trauen sich aber alle nicht. Also wenn die herkommen, das merkt man auch ganz schnell, die sind sofort überall. Also es wird jetzt auch immer mehr, dass sie so lange in der Schule sitzen müssen und den ganzen Tag irgendwie in Räumen verbringen. Und wenn sie herkommen, dann sind die unterwegs. Also dann sind die rennen, toben oder fahren halt hier runter und machen ganz viele verschiedene Sachen draußen. Ja, und das ist immer ganz schön zu sehen. Ist ja wirklich viel an Angeboten auch hier, das muss ich schon sagen. Toll. Man kann hier viele Sachen machen, wie zum Beispiel hier so ein Schiff aus Holz, dann eine Hängematte, hier das hier mit dem Runterfahren und es macht halt sehr viel Spaß. Boah, schon 5 Uhr, dann muss ich mal losfahren. Oh Leute, wir haben nur noch eine halbe Stunde, wir müssen so richtig Gas geben. Los jetzt, Leute! Hey, du weißt, du bist nicht alleine, denn wir werden da sein. Wir haben sehr, sehr viele Insektenhotels gebaut, weil wir den Artenschutz fördern wollen. Zudem haben wir auch heute auch noch Müll gesammelt, hier direkt gegenüber im Leon-Eisner-Park und haben auch da einiges zusammenbekommen. Also das hat sich wirklich gelohnt und wir haben einiges erreicht. Naja, uns ist einfach aufgefallen, dass das Insektensterben in den letzten Jahren natürlich erheblich gestiegen ist und dem wollten wir einfach entgegenwirken. Wir sind uns dessen bewusst, dass trotz, dass wenn jede Familie in Deutschland ein Insektenhotel hätte, das natürlich das Sterben nicht verhindern würde. Aber wir wollen den Menschen zeigen, dass jeder etwas machen kann und dass auch wir in der Jugend auch was dagegen machen können und dass Umwelt halt eben wichtig ist. Gleich ist es vorbei! 5, 4, 3, 2, 1, wir können nur was bewegen, wir können nur was erreichen, wenn wir alle zusammenhalten. Unser Glaube kann Berge versetzen und vielleicht auch mehr.